Listen and enjoy the deep red radio pod. Niemand hatte es einfach im Film Sie sind verdammt. Und das bezieht sich auf die beklemmenden und wenig positiven Aussichten der gezeigten Geschichten, als auch auf den Regisseur Joseph Losey. Der Amerikaner war in seiner Heimat geächtet worden wegen sogenannter und mutmaßlicher kommunistischer Umtriebe, da er gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für ein Jahr der kommunistischen Partei in den USA angehörte. Er hatte es aber auch in seinem europäischen Exil nicht leicht zu arbeiten, denn auch dort weigerten sich amerikanische Schauspieler zum Teil mit ihm zu drehen. Es dauerte seine Zeit, bis er wieder unter seinem bürgerlichen Namen inszenierte und von Pseudonymen abließ, um den Film eine Chance auf dem amerikanischen Markt zu ermöglichen. Sie sind verdammt von 1961 wird heute zu den anspruchsvolleren und wichtigeren Werken von Losey gezählt. Das war einst anders und hat vermutlich auch damit zu tun, dass der Film nach seiner Fertigstellung nicht sofort veröffentlicht, sondern noch ein paar Jahre zurückgehalten wurde, obwohl er thematisch stark in seiner Produktionszeit verankert war. Wohl erschien er dem mitproduzierenden Major Columbia Pictures zu hart und kritisch und so wurden Kürzungen angeordnet. Nach seiner Restauration vor gut 30 Jahren konnte er aber vervollständigt werden und liegt nun auf Blu-ray-Disc von Explosive Media in Deutschland vor. Auf das Oeuvre von Losey möchte ich jetzt nicht vertiefend eingehen. Für mich vorrangig interessant ist dabei, dass er 1951 das US-amerikanische Remake von M, eine Stadt sucht einen Mörder, als Regisseur übernahm, nachdem sich Fritz Lang geweigert hatte, diese Produktion mit zu betreuen. Das als einziges. Was ist denn nun so schlimm an Sie sind verdammt gewesen? Er gehört zu dem Zyklus von Anti-Atom-Filmen, die dem Publikum schreckliche und zumeist fantastische Auswirkungen von nuklearer Strahlung zeigte. So symbolträchtig und monströs manifestierend wie die Japaner mit Godzilla oder das Grauen schleicht durch Tokio, ebenso wie die Amerikaner mit schrumpfenden Menschen in die unglaubliche Reise des Mr. C oder im Gegenteil wachsenden im The Amazing Colossal Man, ist die britische Co-Hammer-Produktion nicht, sondern wesentlich subtiler. Er hat eher eine emotionale Verbindung zu Ein Kind zu töten von Sarah Dawn 1976. Am Anfang sieht alles danach aus, als würde man uns den losen Alltag einer Jugendgang zeigen. Ermittler und Opfer ihres Verbrechens werden ausgiebig verfolgt und besprochen. Erst in der Mitte von These Are the Damned begegnen wir den Kindern, die sich anhand des Covermotives und Kinoplakates erwarten lassen und dann auch die wichtigste Rolle spielen. Und die bisher so realistisch anmutende Geschichte samt ihrer verschiedenen Mitspieler werden Teil eines weitaus größeren. Das den Film zugrunde liegende Buch von H.L. Lawrence prangert unter anderem an, dass die Regierung gerne Projekte als geheim vor der Bevölkerung versteckt, weil sie aus moralischen und ethischen Gründen nie zugelassen werden würden, wenn alle eine Meinung dazu abgeben dürften. So sind auch die Kinder in Sie sind verdammt Opfer einer staatlichen Wissenschaftsstudie, aus der ein Mensch hervorgehen soll, der nach dem nuklearen Holocaust, den man hier ganz klar erwartet, trotz der tödlichen Strahlungen überleben kann. Natürlich bringt das kein besonders lebenswertes Leben mit sich für die 11-jährigen unwissentlich teilnehmenden Probanden. Am Ende steht wie so oft die Frage, was ist erlaubt, um das Überleben der Menschheit zu sichern? Und selbst wenn es nun gelingt, die Kinder resistent gegen nukleare Strahlung zu züchten, welche Welt erben sie dann von ihren Eltern? Eine graue, eine verbrannte Erde? Und bis es soweit ist, müssen sie dann in dunkler Isolation fristen? Die Bedürfnisse der Kinder und auch der Wissenschaftler werden gleichberechtigt diskutiert. Weniger im Fokus stehen dann die niedrigeren Bedürfnisse, die aus dem Gangchef King und seiner Schwester Joan sowie dem amerikanischen Touristen und Gangopfer Simon hervorgehen. Und dennoch zeigen sie auf anderer Ebene, wie wichtig es ist, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen und der anderen Meinung Raum zu lassen. Der laute Hilferuf am Ende geht in die Welt hinaus, an alle, besonders aber an die Verantwortlichen.
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik verantwortungsvoll mit den Errungenschaften ihres Schaffens umzugehen. Vor allem mit denen, die schwer zu kontrollieren sind. Sie sind verdammt erweist sich als erwachsener Beitrag zum sonst eher spektakulären Atomangst-Genre der späten 50er und frühen 60er Jahre, dessen Ende wirklich deprimierend ist und es schafft, eine ehrliche Beklemmung auszulösen. Denn hier geht dann auch die Regierung über die Freundschaft und dann auch Hand in Hand mit Mord. Denn ein Geheimnis muss bewahrt werden, unter allen Umständen.